Ein herzliches Willkommen zum Online-Gottesdienst aus Ihrer und Eurer Petrikirche. Heute ist der erste Sonntag nach Epiphanias, der in vielen Gemeinden als Tauferinnerungsgottesdienst gefeiert wird. Für uns ist heute die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen und die Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde Thema der Predigt. Der Text dazu steht in den Versen 1 bis 8 im 12. Kapitel des Briefs, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom schrieb. In dem gleichen Gemeindebrief finden wir auch den Spruch, der uns durch diese neue Woche begleiten möchte. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gestatten Sie mir eine Schlussbitte gleich zu Beginn des Gottesdienstes. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen bis auf Weiteres keine Präsenzgottesdienste stattfinden. Dies bedeutet auch, dass wir keine Kollekte für die Unterstützung Bedürftiger durch unsere Gemeinde einsammeln können. Diese ist aber nach wie vor, vielleicht sogar zunehmend, notwendig und ich wäre ein schlechter Diakoniepresbyter, wenn ich heute auf meinen Werbeblock verzichten würde. Sie müssen auch kein Geld in die Hand nehmen und direkt ausgeben, sondern können es einfach auf unser Konto bei der Sparkasse Minden-Lübbecke unter dem Stichwort Diakonie überweisen. Die Kontonummer wird am Ende dieses Gottesdienstes eingeblendet. Sie finden diese aber auch auf der Rückseite unseres Gemeindebriefes und auf unserer Internetseite www.petri-minden.de. Dort klicken Sie auf den Kontaktbutton ganz oben links auf der ersten Seite. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Spenden. Nun lade ich Sie und euch ein, zu Hause aus dem Lied Nummer 66, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, die Strophen 1, 3 und 8 mitzusingen. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht loslässt die Werke seiner Hände. Wir wollen mit Worten aus Psalm 104 beten, und zwar in einer Übertragung von Hans-Dieter Hüsch. Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich höre ein Herz, das tapfer schlägt in einem Menschen, den es noch nicht gibt, doch dessen Ankunft mich schon jetzt bewegt, weil er erscheint und seine Feinde liebt. Das ist die Zeit, die ich nicht mehr erlebe. Das ist die Welt, die nicht von unserer Welt. Sie ist aus feinst gesponnenem Gewebe und Freunde seht und glaubt, sie hält. Das ist das Land, nach dem ich mich so sehne, das mir durch Kopf und Körper schwimmt, mein Sterbenswort und meine Lebenskantilene, das jeder jeden in die Arme nimmt. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir in dieser Stunde, wenn auch auf Distanz, beieinander sein dürfen, um dich anzurufen, um alles, was uns bewegt, vor dich zu bringen, um gemeinsam die frohe Botschaft vom Heil der Welt zu hören, um dir die Ehre zu geben. Komm du selbst jetzt zu uns, wecke du uns auf, gib du uns dein Licht, sei du unser Lehrer und Tröster. Rede du selbst mit uns so, dass ein jeder gerade das höre, was er nötig hat und was hilft. Und sei du auch an allen anderen Orten denen gnädig, die sich an diesem Morgen als deine Gemeinde versammeln. Erhalte sie und uns bei deinem Wort. Bewahre sie und uns vor Heuchelei, Irrtum, Langeweile und Zerstreuung. Gib ihnen und uns Erkenntnis und Hoffnung, ein klares Zeugnis und freudige Herzen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 1. Korintherbrief. Ich lese die Verse 26 bis 31. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Auf die Schriftlesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus dem Heidelberger Katechismus lese ich uns Frage und Antwort Nummer 1. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Oh.
Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, ich versuche mir vorzustellen, wie ein Leben als Jünger oder als Jüngerin Jesu gewesen sein muss. Auf der einen Seite erleben sie, dass Jesus ein frommer Jude ist und sich in den Schriften der Tora hervorragend auskennt. Er ist tief verbunden mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und schöpft seine Kraft aus dem Gebet in der Zwiesprache mit Gott. Auf der anderen Seite wirft er vieles über den Haufen, was im jüdischen Leben seit Jahrhunderten gilt und als das einzig wahrhaftig mögliche Leben mit Gott betrachtet wird. Wie im Vorbeigehen erklärt er kurzerhand sämtliche Speisen als rein. Gerade die Unterscheidung von reinen und unreinen Speisen ist ein ganz wesentlicher Teil jüdischer Gehorsamkeit. Er setzt sich mit stadtbekannten Gaunern zusammen, isst mit ihnen oder er interpretiert die Sabbatruhe auf höchst eigenwillige Art und Weise. Selbst das höchste Fest der jüdischen Gemeinschaft, das Passafest, nimmt er kurz vor seinem Tod zum Anlass, um bei einem gemeinsamen Mahl die Erinnerungstradition neu zu bestimmen. Nicht mehr an den Auszug der Israeliten aus Ägypten soll gedacht werden, sondern an ihn, an den Mann, der sein Leben als Opfer zur Erlösung der gesamten Menschheit gibt. Dann der Tag, an dem alle Ernüchterung spüren und absolut ratlos werden lässt. War doch alles falsch? An diesem Freitag zerbricht alles, woran man sich bisher gehalten hat. Dann folgt Ostern. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen entspringt das Hineintasten in das Neue. So war das also gemeint, als er sagte: Ich bin das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Und so langsam wird es hell und leicht in den Herzen der Jüngerinnen und Jünger. So kann ein neues Leben mit einem neuen Horizont und neuen Aufgaben beginnen. Es ist ein Schritt in ein weites Land, das entdeckt werden muss. Im Tempel beten? Ja, aber kein Opfer bringen. Die Gebote Mose weiterhin halten? Ja, aber Beschneidung? Nicht mehr unbedingt. Natürlich gibt es weiterhin Gottesdienste, aber nicht mehr am Sabbat, sondern am Sonntag, dem Auferstehungstag Jesu. Das alles geschieht in kürzester Zeit. Da ist noch nicht viel richtig Fertiges. Das urchristliche Leben ist ein dynamischer Prozess mit viel Stoff zum Streiten. Liebe Gemeinde, erinnert euch das nicht an hochaktuelle Gegebenheiten? Wir leben zurzeit auch in einer Zeit des Unfertigen und der dynamischen, manchmal sogar explosionsartigen Veränderungen. Nationale und föderale Corona-Maßnahmen sich nicht immer erklären, sondern manchmal sogar widersprechend. Das Gleiche zusätzlich auf Kreis- und Kommunalebene. Zu guter Letzt geben die Landeskirchen noch ihr Statement ab. Da braucht es kluge, besonnene und geisterfüllte Menschen, die das erklären und wieder auf die Füße stellen können. Damals war so einer der Apostel Paulus. Als früherer Verfolger und dann als Bekehrter hat er eine überfließende Liebe zu Jesus, der ihm seine Schuld vergeben hat. Er schreibt an die Gemeinde in Rom folgende Worte: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist.
Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Liebe Gemeinde, was da nach über 2000 Jahren auf uns zukommt, ist schon fast atemberaubend, weil hochaktuell. Paulus fordert nicht, sondern er ermahnt, ermutigt und bittet. Und zwar nicht um eine Kleinigkeit wie etwa 10% des Bruttoverdienstes. Auch nicht 10% des Bruttoverdienstes inklusive des Gesamtvermögens in Kapital, Zinserträgen, Steuerersparnissen und Immobilien. Nein, es geht schlicht und einfach um das ganze Leben, um deines, um meines, um unser aller Leben. Das sollen wir Gott zur Verfügung stellen und ihm somit ein heiliges und lebendiges Opfer darbringen. Kein Tier oder Mensch von einem Priester auf dem Altarstein gemordet, sondern wir sollen uns mit unserem seelischen und leiblichen, also körperlichen Leben, ganz in Gottes Hand begeben. Wir sollen unseren Anspruch loslassen, Herr oder Herrin unseres eigenen Lebens sein zu wollen. Nicht nur eben unser Vater, sondern auch an weiteren Stellen heißt es in der Bibel, dein Wille geschehe. Eine Opfergabe zu geben, ihr Lieben, kann durchaus mit Leichtigkeit einhergehen. Sie geschieht ohne Zwang. Ja, gelegentlich ertappt man sich dabei, mit einer Spende sein soziales Gewissen zumindest teilweise beruhigt zu haben. Das ist auch durchaus legitim, denn man hat unter Umständen tatsächlich geholfen. Aber, wie schon gesagt, das ist nicht das Opfer, das Paulus hier meint. Die Autorität seines hohen Anspruchs der Opfergabe, die jede und jeder bringen sollte, die er an die Gemeinde und jedes ihrer Mitglieder eingeschlossen stellt, fundiert oder legitimiert er durch die Ableitung vom Erbarmen Gottes, von seiner Barmherzigkeit. Sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Tradition wird diese Eigenschaft Gottes hoch verehrt, denn sie bedeutet auch Vertrauen. Paulus sagt sinngemäß, ihr kennt doch den Gott, um den es hier geht. Es ist der Gott, der euch so sehr liebt, dass er seinen Sohn in diese Welt gegeben hat und ihn elendig am Kreuz hat sterben lassen. Dies alles geschah, damit unsere Sünden vor Gott vergeben sind, und wir so aus und in seiner Gnade leben können. Es ist also vernünftig, logisch und rein sachlich sinnvoll, diesem Gott sein Leben zu überlassen. Wie fühlt sich diese Ermahnung für uns heute an? Gestattet mir, liebe Gemeinde, einen kleinen Kurzausflug in Sachen Barmherzigkeit. Heute wird doch barmherziges Handeln weitestgehend von Sachzwängen abgelöst, auch in christlichen Gemeinden. Ebenso in der sozialpolitischen Diskussion scheint das Wort Barmherzigkeit keine Rolle mehr zu spielen. Es wurde ersetzt durch Begriffe wie Empathie und Zuwendung, Solidarität und Gerechtigkeit, wobei hier differenziert wird zwischen Teilhabe, Verteilungs- und Chancengerechtigkeit. In der Politik meidet man das Wort Barmherzigkeit. Vielleicht, weil man meint, es klinge nach Almosen geben. Manche sagen, Barmherzigkeit mildere soziale Problemlagen und damit den Leidensdruck hin zu einer Veränderung
ungerechter gesellschaftlicher Verhältnisse. Und das müsse schließlich das Ziel des Sozialstaats sein, nämlich zu verhindern, dass jemand auf Gnade und Barmherzigkeit von anderen angewiesen sei. Zurück aber zu unserem Text. Stehen geblieben waren wir bei dem Begriff des Opfers, das man Gott geben soll. Paulus gebraucht in diesem Zusammenhang ein Wort, das uns heute, uns Protestanten, eigentlich schon immer fremd vorkam. Das Wort heilig bedeutet in seinem Ursprung gottgeweiht, gottgefällig oder zu Gott gehörig. Ein Wort, das besonders im heutigen Sprachgebrauch kaum noch vorkommt. Eher noch in seiner Bedeutung des Gegenteils. Das Wort Scheinheiligkeit ist weit verbreitet und wird von jedem und jeder sofort verstanden. Wenn ich über jemanden sage, er oder sie scheint scheinheilig zu sein, sind die Charakterzüge dieser Person sofort klar. Aber dass mal jemand über jemanden sagt, ich sehe, du bist heilig, wird wohl eher nicht passieren. Und aus diesem lebendigen und heiligen Opfer leitet der Apostel den vernünftigen, den wahren Gottesdienst ab. Liebe Gemeinde, was für ein Traum, wahrer und vernünftiger Gottesdienst. Das in diesen schweren und gebeutelten Zeiten. Was ist ein vernünftiger Gottesdienst in Zeiten, in denen über die Durchführbarkeit und Bedeutung von Gottesdiensten ganz neu diskutiert wird? Ein Konfirmand hatte mal Besuch von einem Freund, der bei ihm übernachten durfte. Sag mal, fragt er seinen Gastgeber, wann ist denn euer Gottesdienst eigentlich morgen zu Ende? Was würden wir spontan antworten? So nach 50 Minuten vielleicht, kann aber auch länger dauern. Also bis nach dem Segen auf jeden Fall, meist spielt dann die Orgel auch was. Paulus würde erwidern, falsch. Der Gottesdienst dauert bis zum nächsten Sonntag um 10 Uhr. Für Paulus beginnt der Gottesdienst, wenn wir die Kirche verlassen und endet, wenn wir nach einer Woche wieder die Kirche betreten. Der Gottesdienst wird draußen gefeiert. Nicht, weil wir im Lockdown einer Corona-Pandemie leben müssen, sondern er wird im Alltag gefeiert, außerhalb der Kirchenmauern. Wir sind nicht nur Mitbürgerinnen und Mitbürger im Reich Gottes, sondern auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mache etwas aus deinem Leben, sei deines Glückes Schmied oder nutze alle Möglichkeiten und versäume nichts. Diese Stimmen, liebe Gemeinde, hören wir von allen Seiten. Um diesen allen gerecht zu werden, bringen Menschen vielfältige Opfer und erhoffen sich dadurch die Erfüllung eines Lebenssinns. Häufig kommt dann aber am Ende aller Bemühungen die Frage, und was soll das jetzt alles? Dann entstehen Langeweile und der Zweifel am Sinn des Lebens. Sie fallen in ein Sinnenloch, das dann oft mit Unfug angefüllt wird. Das Erstarken des Populismus und der Aufschwung von Extremisten sind womöglich ein Ausfluss dieser Sinnkrise. Paulus warnt dagegen, lasst euch nicht gleichschalten. Gott hat uns von den Regeln dieser Welt befreit und uns eine neue, von seiner Liebe geprägte Sichtweise gegeben. Wir sind berufen, diese Liebe, diese Sichtweise auszubreiten. Wenn wir mit unserem eigenen Leben damit anfangen, opfern wir es ganz und gar dieser Liebe. Dann gibt es keine Langeweile und keine Sinnlosigkeit mehr in unserem Leben. Das ist dann unser Gottesdienst im Alltag der Welt. Und wie, ihr Lieben, kann nun dieser Gottesdienst praktisch aussehen? Am Montag bestimmt anders als am Freitag. Bei mir anders als bei meinem Mann. Bei Frau Müller anders als bei Herrn Lehmann. Einmal klare Kante, das andere Mal Kompromiss. Einmal ist tröstendes Wort notwendig, das andere Mal zupackende Tat. Da ist Verstand gefragt, der aber nicht von aller Weltberechnung gesteuert wird, sondern das neue Lebensmodell, das von Gottes Liebe angetrieben wird, so wie Paulus sagt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie wir den Gottesdienst außerhalb der Kirchenmauern gestalten können, hängt natürlich auch davon ab, mit welchen Fähigkeiten und Gaben wir ausgestattet sind.
So steht ein Handwerker vor ganz anderen Möglichkeiten als die Erzieherin. Der oder die mit prall gefüllter Geldbörse vor anderen Aufgaben als das Organisationstalent. Jeder halt so, wie er kann. Und, liebe Gemeinde, was ich total wichtig und beruhigend finde, nicht jede und nicht jeder muss alles können. Wenn unsere Gaben wie viele Glieder eines Leibes sind, dürfen wir uns auch bewusst werden, dass, mal etwas salopp gesagt, das Herz andere Aufgaben hat als der Darm. Eine letzte Frage, die sich nun zwangsläufig stellen muss, wenn der sogenannte vernünftige Gottesdienst außerhalb der Kirchenmauern stattfinden soll, warum dann der sonntägliche? Nun, liebe Gemeinde, wie ein von sogenanntem Unkraut gesäubertes Blumenbeet der ständigen Pflege bedarf, so schnell kann auch unsere Freude über Gottes Barmherzigkeit von alltäglichen Sorgen, Eindrücken und Anforderungen überwuchert werden. Im Getriebe des Alltags passen wir uns den Regeln dieser Welt wieder an und vergessen allzu schnell, dass wir Bürger und Bürgerinnen und Mitarbeitende im Reich Gottes Jesu sind. Wir brauchen Pflege, die wir nicht selber vornehmen können, sondern die uns zuteil wird. Du bist mein liebes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Wir brauchen auch eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig stärken. In diesen vereinsamenden Zeiten sind neue, andere Wege gefragt und vonnöten, diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Im Kleinen, wie hoffentlich bald wieder im Großen. Jede und jeder nach seinen Gaben. Wie für Paulus sollte daher auch für uns immer gelten, ein Leben für Gott aus Dankbarkeit, ein Leben für Gott im Alltag und ein Leben für Gott mit meinen Gaben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Gottesdienst nach diesem Gottesdienst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Lass uns beten und Fürbitte halten. Zeige uns deinen Willen, treuer und barmherziger Gott. Zeige der Welt deinen Willen, damit das Gute stark wird, damit die Liebe wächst, damit die Freude zurückkehrt. Zeige deinen Willen denen, die mächtig sind. Öffne ihre Augen für die Verzweiflung der Schwachen. Berühre ihre Herzen, damit denen geholfen wird, die ihren Lebensmut verlieren. Herr, dein Ja ermutige uns, jedem Nein entgegenzutreten. Wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo Solidarität als Schwäche ausgelegt wird, wo Hunger Leben auffrisst, wo Krieg dem Tod zur Herrschaft verhilft. Zeige deinen Willen denen, die das Gute suchen. Hilf ihnen, das zu tun, was nötig ist. Hilf denen, die sich für andere verausgaben, die Kranke pflegen, die Verunsicherten beistehen und die Trauernde trösten. Herr, dein Ja ermutige uns, jedem Nein entgegenzutreten, wo Gleichgültigkeit zur Lebensart geworden ist, wo die Freiheit in Ketten gelegt wird, wo dein Wort niemand hören will, wo Unterschiede Grenzen ziehen. Zeige deinen Willen allen, die nach dir fragen. Sprich zu denen, die in diesen Tagen voller Zweifel sind und auch zu denen, die an dir festhalten. Deine Liebe verbinde uns, damit wir sie in dieser Welt weitergeben. Sprich zu uns, treuer und barmherziger Gott, denn wir gehören zu dir. Herr, dein Ja ermutige uns, jedem Nein entgegenzutreten. Überall dort, wo ein Nein Leben hindert, da lass uns mit unserem Ja dem Leben eine Chance geben. Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns dein Sohn gelehrt hat zu beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er hebt sein Angesicht über dich und schenkt dir Frieden.